So. Wir haben eine neue Quest, Leute, zu erledigen. John ist auch Good hier. morning, Arthur. Good morning. What's going on? Aber wir haben hier ein Gespräch morning, Arthur. Mit der guten Mary Beth. Hello, Begrüßen wir Mary mal. Beth. How are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Boah, das ist aber eine alte Tulla hier. For Rhodes. And quick. She's in Rhodes? No. She's at a place called Bradley's house, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremans hassling her and Valentine. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they've touched a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. See? You do care, Miss Grimshaw. Anyway, talking of folks disappear. Have you seen that boy Kieran since the party for Jack? Okay, I think that's the place up ahead. I think there's a guard. I'll deal with him. Whoa. What you want? Kind sir. We're lost and in need of some help. Don't get out of here! Oh, I see that kindly face of yours, and I know that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here! Oh, now you keep saying that. You don't mean nothing by it. I said... You said your Alter! Die Schicht in einfach ab! Get in there and find our girl! Okay. Statement ist da, Leute. Und ihr findet in diesem Gebäude, glaube ich, etwas Besonderes. Wenn es das ist, was ich denke. Wir schauen mal. Was geht? Was geht ab? Hey. Lass Tilly in Ruhe. Don't matter what you thought, it's okay. All right, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine.
Oh yeah! Howdy! Ich sag denn im Haus, gibt es einen Double Action Revolver. Also den habe ich ja schon, aber man findet den auch in einer Quest. So, jetzt müssen wir uns die Schweinebraten schnappen hier. Die hauen ab, die entführen einer unserer Bande. Aber unsere Familie ist uns heilig. Schnell, 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 komm, komm! Wuhuhu! Wenn man reitet, er noch weiter. Die anderen sind da drüben. Jetzt aber galoppe ich darüber, stolziert. Ey, ich fühle mich wie so, ich fühle mich so ein Typ von der Kirmes. Aua! Die Oma hier auf unseren Rücken trifft da nichts. Ah, die Waffe ist zu. Komm, 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 komm! So nicht! Ich hab die falsche Waffe. Okay, mit dem Lasso. Ich bin immer gespannt, ob die das Lasso auch im Multiplayer-Modus nutzen werden. Ja, ich beeil mich doch schon, Mann. Now make sure you time up real good. Open me like a damn stick. Hallo. Das war wohl nix. Mr. Foreman. Alright. Na, den nehmen wir erstmal auf. You're coming with me. I'm gonna head over there now to check she's okay. Ooh. With pleasure. I'll take his horse. He won't be needing it no more. So, wo soll ich ihn jetzt hinbringen? You have the first idea what you're getting into. I'm Anthony Foreman. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny. Who are you running with? Oh my God. She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is. Oh shit! This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do? Shut the hell up. What the hell? What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. I should have shot the bitch yesterday like I said I would, coward. All right, damn it. Wie kann er sie noch Bitch nennen, Mann? All right. Here's your man. Hallo. Dump him on the ground here. Mr. Foreman, Foreman Grill, kommen Sie mal runter da. Here we go. Here we go. Na, 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 na. Putz. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ate yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Tode lebendig. Go on. Finish the bastard off. All right. Come on. Let's get you home. Yeah.
out of here. Ah, da schickt ihr mir doch irgendwie die gute Seele. Nein, nein und nochmals nein. Mann, liegt hier viel Scheiß rum. Ey, gut, dass wir mal hier vorbeigeschnallt sind. Leute, wir machen uns mal richtig die Tasche voll. Ja, Mann. Kippen. Was? Karte untersuchen? Welche Karte? Warte, da war gerade... Achso. Ah, ich habe verstanden. Wie das alles so knistert und knackst hier. Richtig geil gemacht. So. Waffenöl. Mhm. Ich guck trotzdem mal alles durch. Schlangenöl. Da hat er keinen Kopf mehr, der Typ, ne? Ah, shit. Seht ihr, Leute, es lohnt sich immer alles gründlich durchzugucken. Da findest du immer ein bisschen Geld. Ne? Geld ist wichtig. Geld macht Spaß. So. Raum hätten wir. Ich glaube, wir haben alles, oder? Haben wir hier, können wir hier reingucken? Ah, aber hier ist nichts Wichtiges. Ja, schön als umsonst. Okay, mit wir sollten Lager aufbrühen, da können wir unser Dead-Eye-System verbessern. So, ist noch da drüben, dann haben wir das Haus durchgecheckt. Ich sag das ja immer wieder. Viele Leute sagen immer, ah, looten und so, ich will die Story sehen. Aber looten gehört zu Red Dead Redemption so wichtig, ist so ein wichtiger Bestandteil, da man, Entschuldigung, da man immer wichtige Teile findet, die man, ne, benutzen kann und die man dann nicht kaufen muss. Deswegen muss man eigentlich auch immer die Leute plündern. Aber ich hatte eigentlich gedacht, das ist das Haus, wo man den Revolver findet. Den hast du ja sowieso, wenn du GTA Online spielst und das gemacht hast, dann hast du den Revolver... Wieso ist der jetzt tot? Achso, dann hast du den Revolver ja sowieso. Aber ich hab den ja aufgrund dessen, weil ich in GTA Online ja diese Challenge da abgeschossen habe. Aber wenn du die nicht abschließt, dann hast du es halt nicht und dann musst du das im Spiel finden, aber ist dann halt nicht Gold. Ne? Nochmal schön über den armen Kerl, der da am Boden todlich drüber reiten und richtig zum Matsch treten. Ja, geil. Alright. Dann galoppieren wir mal zur nächsten Mission. Guck mal. Die bauen das hier wieder auf, der Kuckucksclan. Und die haben wir aber letztens hier. Da sind letztens so viele verbrannt. Warte mal.
Die versuchen, das Kreuz wieder aufrechtzuerstellen. Have some respect. Just leave me be. Well, shit. Yes, they got. Scheiß Rassisten. Oh. Und ich werde euch immer wieder töten, ihr alten Drecksäcke. Ja, wir haben ein Dokument gefunden, ein Protokoll. Guck mal. Protokoll der vierteljährlichen Versammlung. Teilnehmer 6. Alle offiziellen Titel müssen noch einmal geändert werden. Neue Versammlung notwendig. Als das Mitglied ehemals bekannt als Schriftführer, soll ich zukünftig mit Großschreiber bezeichnet werden. Der Titel Kaiser bleibt ausgeschossen. Guck mal, wie die das hier am Plan sind. Mr. Kellett. Brief an Pa, was ist das denn? Dear Papa, lieber Papa, es tut mir leid, dass ich euch mit so viel bösem Blut verlassen habe. Dafür muss ich mich entschuldigen, aber nichts für ungut. Ihr habt Unrecht. Es ist mir egal, was Jesus oder sonst wer sagt. Ich bin ein Schüler der Wissenschaft. Als solcher und weil ich viel über das Thema gelesen habe, muss ich auf meine Meinung beharren, dass das Mischen der Rassen nicht nur falsch, sondern auch gefährlich ist. Alter. Okay. Diese alten Rassisten. Diese alten Rassisten. Hauptsache Kokain-Kaugummi dabei, weißt du? Hauptsache Kokain-Kaugummi dabei. Come on! Come on! Okay, let's go. Ja, und ich will Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall durchspielen. Ich bin jetzt, wenn ich mir den Fortschritt mal angucke, ich kann euch das mal zeigen. Wir sind bei Story 43% erst, also wir haben noch einiges, was wir erleben. Aber die Story ist auf jeden Fall aktuell sehr, sehr spannend und zieht auf jeden Fall auch an. Man merkt, das Camp ist unter... Okay, girl. Wo ist eigentlich Lasagne? Kannst du es zu deinem Hauptpferd machen? Nö. Lasagne ist mein Pferd. Ja. Hängt irgendwo rum da. Hängt irgendwo rum. Cherry Blossom, danke für deinen Resub für 4 Monate. Auf Twitch. Es scheint von der Ausdauer ein bisschen besser zu sein als Lasagne, oder? Jetzt geht die Quest weiter, die wir in Saint Denis begonnen haben. Mit den Indianern, mit den Brüdern und Schwestern des Stammes. Und wir gucken mal, was sie so zu erzählen haben. Ja, 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 ja. Aber die Geräusche, Mann. You're right, girl. That beautiful landscape. Ich bin schon so hart gespannt, Leute, wenn wir die Wüste erreichen, ne? Ohne Witz. Jetzt geht die Ausdauer auch unter hier. Wie findet ihr es eigentlich, Leute, dass es in Red Dead Redemption nur eine Schnellreise im Camp gibt?
das denn hier? Warte mal, ich will mal gucken, okay, wenn ihr was findet. Oh, da liegt ein Toter. Bauwerk. Eine Ölquelle. Okay. Aber guck mal hier. Da liegt ein Toter. Seht ihr das? What the fuck ist mit dem passiert? Hä? Sand. Was gibt's denn hier so? Gemahlener Kaffee. Oh, sieht es sich irgendwie zu? Kann das sein? Irgendwie schon ein mysteriöser Ort hier, oder? Ist irgendwas hier unten? Alter, man kann da runter? Saurierknochen, was? Ach ja, oh, stimmt, die suchen wir ja noch. Die müssen wir noch zu der einen Frau bringen. 1 von 30. Guck mal hier, Leute, warte mal, ich mach mal hier die Dings an. Geht das? Ah, leider nicht. Krass, Mann. Oh. Mistwetter. Wow. Ich würde mal sagen, wir sind in einen Sturm geraten. Kommt der Detektiv in dir raus, Walter Weiß. Ja, ja, Mann. Immer diese random Sachen, ne? Das ist so nice. Komm, ihr haut ab! What the hell? Let's go! There you go! Warum hab ich. Ich hab doch eine Maske auf. Warum könnt ihr mich erkennen? Oder hab ich die wieder abgesetzt? Warum sind. Nein, ich hab die auf. Woher wisst ihr dann, dass ich Arthur Morgan bin? Das verstehe ich nie. Kommen Sie, ich rette Sie, Lady! Ja, ja, ich befreie sie sofort. Wir müssen kurz ein bisschen weg von den Gefängnishütern. Ja, ja, ich bin noch dabei. Oh, das war der Kopf. Bam. Ma'am, Sie sollten, glaube ich, jetzt ganz, ganz schnell abhauen hier. Oh nein, den will ich gar nicht mitnehmen. Ich wollte den eigentlich nur plündern. Geben Sie mal bitte. Oh, oh. Ja, Moment. Jetzt. Hey, bist du Pferd oder was? No money to repay you, but I do have some information that might suit your skill set. The Valentine doctor is cozy with the O'Driscoll boys. I've seen them come in and out. Heard they use it as a place to count their money. Maybe you can show those bastards they don't own this land. Oh. Thank you, really. I'll be on my way. Sure, sure, but you got a high tail, trust me.
ich meine Axt wieder bekommen? Nee. Warte mal, die muss doch in dem Typen drin stecken. Komm mal her, ich räume dich mal kurz zur Seite. Komm mal her. Wo ist die Axt, Freundchen? Wo ist diese Axt? Mal. Hä? Ach da? Nein. Warte mal. Hey Mann, Leute, wo ist die Axt? Oh, vielleicht kommt die. Ja, ich will sie jetzt haben. Hab ich sie? Ah, okay. Na gut. Komm. Ich bin eine Lasagne genannt. Yep. So, wir haben noch einen weiten Weg vor uns und das Wetter ist auch besser. Aber ey, das verstehe ich halt nicht, ne? Das Bandana im Gesicht ist doch dazu da, um seine Identität zu verstecken. Warum wissen die dann, dass Arthur Morgan das war? Das ist mir manchmal ein Rätsel. Freundchen! Weiter, 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 komm, wir hauen ab hier. Ich muss echt mal meine Waffen putzen und so. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Pflegen wir die mal eben. Schön mal reinigen den Kollegen. Ja. Dürfte der Schuss auch wieder besser sitzen. Mal hier die pflegen. Ja. Prima. Die pflegen wir auch mal, das machen wir ganz kurz. Reinigen. Wir müssen ja gucken, dass unsere Wurmen alle in Top-Zustand sind, damit wir die Gegner auch richtig schön von ihren Pferden rutzen können. Okay. Schön. Zurück. Haben wir noch was? Nö, ne, das war's. Kann man eigentlich messen? Ah, ne, hier. Guck mal, die können wir auch noch pflegen. Ah, die ist abgenutzt. Okay, krass. Wusste gar nicht, dass das geht. Alright. Ich lerne immer wieder was Neues dazu in Red Dead Redemption 2. Geil. Yep. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zur nächsten Quest. Und haben wieder dieser kleinen Reise einiges erlebt. Mr. Morgan hat sich ein paar Feinde gemacht und jemanden aus dem Gefängnis geholt. Plus, wir haben jemanden sein Leben gerettet. War doch ziemlich interessant. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den armen Typen, dem wir die Kehle durchstellen sollten, am Leben gelassen hättet oder ob ihr ihn umgebracht hättet. Ich weiß es nicht.